Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema heute ist Gebärmuttersenkung. Und als Gast und Expertin haben wir Frau Dr. Kirsten Thiele. Herzlich willkommen, Frau Dr. Thiele. Sie sind Oberärztin an der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe an den Vidya-Kliniken in Karlsruhe. Frau Dr. Thiele, was ist denn Gebärmuttersenkung? Ja, also eine Gebärmuttersenkung oder generell Senkungen sind letztlich Schwächungen im Bereich des Halteapparates von Gebärmutter und Scheidenwänden, Blase und auch Darmbereich. Das heißt, man kann letztendlich diese Senkungsproblematik nicht nur auf eine Etage reduzieren. Wenn man in das Becken einer Frau hineinschaut, und das ist so ein Modell von so einem Becken, dann ist hier oben normalerweise die Gebärmutter. In der mittleren Etage befindet sich die Blase. Und in der unteren Etage befindet sich die Harnröhre. Das heißt, die Organe liegen etagenweise auf der Scheide auf. Und werden vom Beckenboden gestützt. Das ist letztendlich die muskuläre Struktur, die man hier unten sieht. Nun ist es leider so, dass mit zunehmendem Alter muskuläre Strukturen schwächer werden und auch das Bindegewebe an Stabilität einbüßt. Das heißt, das, was dann passiert, ist, dass diese Organe entlang des Geburtskanals sich nach außen, ja, oder nach außen herausrutschen. Das ist kein aktiver Vorgang. Also Schwerkraft. Schwerkraft tatsächlich, ja. Das heißt, die Frauen haben diese Problematiken auch tatsächlich weniger nachts beim Schlafen, sondern untertags. Und da gibt es tatsächlich gute Tage und schlechte Tage. Tage, an denen man sich nicht viel bewegt und an denen man auch nicht viel unterwegs ist oder nicht schwer arbeitet, sind gute Tage, bei denen die Schwerkraft eben nicht diese Problematiken begünstigt. Tage, an denen man viel unterwegs ist, sind Tage, an denen die Senkung offensichtlicher wird. Merken ist, oder was man merkt bei der Senkung, ist eigentlich letztendlich ein Fremdkörpergefühl. Man kann sich vorstellen, wenn eine Gebärmutter, eine Blase oder ein Darm sich nach unten herausdrücken, dass die Frauen dann auch spüren, dass da etwas ist, was da in der Form nicht hingehört. Also, dass die Gebärmutter durchrutscht in die Scheide. Genau. Und auch herausrutschen könnte, genau. Theoretisch. Dass man sich das tatsächlich vorstellen muss wie eine Socke, die man auf links dreht in gewisser Weise. Mhm. Dass alles, was oben ist, einmal umgekrempelt nach unten herauskommt. Was man allerdings beruhigend sagen kann, ist, eine Gebärmuttersenkung und auch eine Blasensenkung oder Darmsenkung ist nicht gefährlich. Das ist ein Prozess, der über viele, viele Jahre sich entwickelt. Irgendwann aber auch erst bemerkt wird, die Anfangsphasen bemerken die Frauen häufig nicht, sondern erst die Endphasen. Kann man was Vorbeugendes machen? Natürlich kann man was Vorbeugendes machen. Das, was ich eingangs gesagt habe, ist, gegen das Bindegewebe können Sie oder die Schwäche des Bindegewebes können Sie nicht viel ausrichten. Was Sie allerdings tun können, ist, dass Sie die muskulären Strukturen stärken können. Das heißt, ein nicht unerheblicher Faktor in der Behandlung von Senkungen ist die Physiotherapie oder auch das Beckenbodentraining. Aber auch präventiv? Auch präventiv. Ab wann soll dann eine Frau damit anfangen? Eigentlich ab dem Zeitpunkt der Geburten oder nach den Geburten. Damit ist jetzt nicht unbedingt gemeint, dass man jeden Tag mehrere Stunden sich damit bemühen sollte. Es gibt durchaus Sportarten, die sehr gut sind zum Erhalt der Beckenbodenstabilität. Pilates zum Beispiel, Yoga, Walken. Also alles fließende Bewegungen, in denen das Becken in Bewegung kommt letztendlich. Wenn das jetzt ein mechanischer, schwerkraftbezogener Vorgang ist, was kann man denn jetzt dagegen machen? Mit welchen Maßnahmen, mit welchen Mitteln kann man da arbeiten? Außer Beckenbodengymnastik. Letztendlich ist es so, dass wenn bereits ein Organvorfall vorhanden ist, werden Sie den mit der Beckenbodengymnastik selber nicht wieder wegkriegen. Man muss sich das vorstellen wie eine Laufmasche. Und das, was Sie mit dem Beckenbodentraining erreichen, ist, dass diese Laufmasche nicht größer wird. Um das Ganze wieder zurückzudrängen, gibt es die Möglichkeit von Hilfsmitteln, sogenannte Pessare, zum Beispiel Würfel, die zusammengefaltet, weich in die Scheide eingesetzt werden, sich dort entfalten und dann die Gebärmutter in Position halten. Und das kann jede Frau selbst machen? Das ist etwas, was man lernen kann, was am Anfang durchaus ein bisschen Übung benötigt, aber was durchaus auch Frauen auch im hohen Alter noch sehr gut lernen können.
Jetzt wird ja auch operiert. Genau. Wann operiert man denn? Operiert wird dann, wenn solche Pessartherapien, so nennt man diese Würfel oder auch Schalen oder Ringe, nicht mehr ausreichenden Effekt haben. Das heißt, wenn die Frauen entweder mit diesen Pessaren nicht mehr zurechtkommen oder zunehmend Probleme vorhanden sind, die Art von Operationen, die da durchgeführt werden, sind sehr, sehr vielfältig und richten sich nach Alter der Patientin, nach Wunsch nach Geschlechtsverkehr und nach vielen anderen Faktoren. Das heißt, das ist etwas, wo man tatsächlich in die spezialisierte Beratung muss. Vielen Dank für das Gespräch.